Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki. War ich zu laut, oder was? Ein wenig. Ja, macht ja nichts. Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier mit Marc Hagenbeck und ich bin mal wieder der Sascha. Obwohl, ich bin eigentlich immer der Sascha. Du bist eigentlich immer der Sascha. Ist ja egal. Ja, und heute haben wir den 23. Mai. Ja. Und am 23. Mai hat Geburtstag Lena Meyer-Landrut. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Sie hier am 23. Mai, warte mal, 1991 ist sie geboren. Ja. So ein junges Hühn, ne? Ja, ja. Und hat unseren ESC gewonnen damals. Ja. Wo waren das eigentlich? Das war in Oslo, genau. In Oslo hast du den gewonnen mit Satellite. Satellite. Hat er Muttermälchen da irgendwie auf dem Brüstchen. Kann man mal ran, ne? Ja, hat er öfter mal Muttermälchen, ne? Ja, ist aber ganz schnuckelig. Aber steht dir nicht schlecht. Ist aber ganz schnuckelig, ne? Ja. Ja, macht ja nichts. Wirklich schnuckelig, ja. Genau. Und was war noch am 23. Mai? Ne? Oder? Tja, da. Am 23. Mai ist der, also in 2000 wurde initiiert, der internationale Weltschildkrötentag. Weltschildkrötentag? Ja, Weltschildkrötentag. Das kann ja länger dauern hier. Das dauert ein bisschen, aber guck mal, er hat Spaß, ne? Das sieht man, ne? Ja. Oh, ja gut, bisschen verkniffen. Ja. Guckt so ein bisschen wie du, finde ich. Ja. Also, ja, okay. In anderen Situationen jedenfalls. Und am 23. Mai 2004 hat Horst Köhler Johannes Rau als Bundespräsident abgelöst und wurde dann halt Bundespräsident, Staatsoberhaupt sozusagen. Wo ist denn hier? Trinkst du etwa Bier im Fernsehen? Mhm. Das war jetzt so ein ganz selbstverständlich. Was sollen denn die Kinder denken, was die sollen das denn, sehen? Was sollen denn die ganzen Kinder denken, die jetzt zugucken, genau. Ja, aber muss ja hier rüber geswitcht und sehen, wie du Bier trinkst. Ja, das ist ja verwerflich. Unglaublich, ne? Unglaublich. Ja, genau. Was war noch am 23. Mai? Natürlich war 1949 die Gründung unserer Bundesrepublik Deutschland. Ja. Was haben die am 23. gemacht? Was am 23. Mai gemacht worden ist? Also wie sagt man Gründung? Was hat denn das begründet? Na, unsere Bundesrepublik wurde gegründet. Also das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde verabschiedet. Ah, das ist doch das Wort, das ich haben wollte. Vom Parlamentarischen Ausschuss. Ja, das ist es doch, genau. Ja. Ja, das Grundgesetz wurde verabschiedet sozusagen. Ja, am 23. Mai. Ja, man muss ja auch mal nachfragen dürfen. Es ist Bildungsfernsehen, natürlich darf man nachfragen. Ja. Man darf ja auch Bier saufen während der Sendung. Ja. Habe ich gerade dazugelernt. Ne? Ja, genau, ist auch okay. Manchmal ist es ja auch okay. Ja. Die trinken ja auch hier in irgendwelchen Kneipenshows und sowas, trinken die ja auch andauernd Bier. Hier so, hier so komische Shows von Kneipen. Ja, ist ja auch egal. Fußball. Ja, das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen am 23. Mai. Morgen sehen wir uns wieder am 24. Mai. Ich sag bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut, Leute. Tschüss.